Wir haben mit dem automatisierten Fahren erstmal die Möglichkeit, wirklich sicherheitstechnischen Schritt nach vorne zu machen. Natürlich müssen wir dann in der Automobilindustrie insbesondere und auch der gesetzgeberische Rahmen so gestaltet werden, dass die Datensicherheit und der Datenschutz gewährleistet ist. Und das beginnt bei uns damit, dass wir erstmal fordern, dass die fahrrelevanten Daten im Auto dem Kunden, also dem Fahrer, gehören und dass der Fahrer darüber entscheiden kann, was mit diesen Daten passiert. Und wenn er sie uns dann zur Verfügung stellt, weil wir dann damit einen risikogerechteren Tarif für ihn bauen, weil wir Informationen nutzen, zum Beispiel um das Unfallgeschehen und den Unfallhergang zu klären, dann müssen wir das im Vorfeld mit dem Kunden, mit unserem Versicherungsnehmer besprechen und dann muss das klar geregelt sein. Das kann man über allgemeine Geschäftsbedingungen machen etc.